alle Leute, heute mache ich ein Face und Outfit of the Day. Ich wollte euch nochmal fragen, ob ihr überhaupt Bock habt auf dieses Face of the Day. Also interessiert es euch überhaupt, was ich trage, beziehungsweise soll ich es sagen oder soll ich es wie unter jedes Video von mir einfach in die Infobox schreiben, was ich trage und dann nur mein Outfit zeigen? Das würde mich sehr interessieren, es wäre sehr wichtig, wenn ihr mir das beantworten könnt, ob ihr überhaupt Bock drauf habt, ob das nötig ist oder ob das nur Zeitverschwendung ist, wisst ihr, was ich meine? Das wäre ganz gut, also schreibt es bitte in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid, aber ich mache es natürlich jetzt noch einmal. Ich trage also Foundation-mäßig die Benidora Foundation. Ich trage die 220. Ich bin zwar gebräunt jetzt mit Selbstbräunen, habe das ja gestern gemacht, aber es geht, wenn ich nur wenig benutze und es dann schön verblende. Und ich mische die sehr, sehr gerne. Ich liebe dieses Zeug, die Luster Drops von MAC in Pink Rebel. Das mische ich mir auf dem Handrücken und trage das dann auf und so. Das gibt so einen schönen Glow, so einen Dewy Finish und das liebe ich halt damit. Und dann trage ich den Chanel Bronzer hier so. Bisschen. Und Vanity, den Mineralize, Baked Mineral Bronzer in Medium. Den trage ich da noch drüber ein bisschen. Das ist auch die Kombi mit dem Blush, den ich auch trage heute, die ich fast jeden Tag mache zurzeit. Und zwar Gina von NARS, das ist hier dieses Peach. Ja, diese drei, das mache ich eigentlich fast täglich. Und, Moment. Genau. Ich habe auch einen Blogpost zu Bronzern gemacht, falls ihr Interesse habt und das abchecken möchtet. Ich schreibe euch den Link am besten in die Infobox, dann könnt ihr mal gucken. Ansonsten, was habe ich noch drauf? Ach ja, dann trage ich wieder MAC Lidschatten. Ach, das ist jetzt die falsche Palette, Moment. So, einfach neutral. Ich mische zurzeit sehr gerne Woodwinked und Patina zusammen. Also ich gebe einfach so mit dem Pinsel, gehe ich einmal da rein, gibt es aufs ganze Lid, so wie jetzt. Dann ist das nicht so ganz golden. Wie nur Woodwinked, das ist so, ja, es nimmt das so ein bisschen zurück. Mir gefällt es sehr gut. Und dann äußere V einfach mit dem Handwritten, mein Lieblings-Schokobraun. Und ganz neu für mich entdeckt wieder ist Rice Paper. Das ist so ein schimmriges, helles Gold. So. Und ich finde, das sieht halt nur gut aus, wenn man dunkel ist irgendwie. Und das trage ich halt im inneren Augenwinkel. Deswegen passt es jetzt ganz gut. So, ihr merkt, ich bin gerade hier so hell und da so dunkel. Ha, nicht so schön. So, und dann, was fehlt noch? Also die Augen, also die Wimpern, immer noch die ich weiß nie den Namen, Oat and Naughty Lash Mascara von MAC. Die ist aber jetzt bald alle. Das war, glaube ich, heute vorletzte Mal oder so. Und das war's. Die ist sehr gut, aber ich mag sie sehr gerne. Und auf den Lippen trage ich von Benidora Rush Hour. Das wurde mir nochmals zugeschickt. Das ist so ein schönes Peach. Was ich sehr cool finde, ist der Duft. Das riecht nämlich nach, wie MAC-Lippenstifte so, nach Vanille. Das ist immer gut, Vanille. Und Nägel trage ich so ein Nude. Das ist eigentlich mein perfektes Nude von Essie. Und zwar, oh Gott, das ist auch schon hier abgefallen. Moment, wie heißt das nochmal? Topless and Barefoot. Von Essie. Und dann habe ich hier so Nail Art gemacht. Also ich habe hier so Smileys drauf gemalt. Allerdings habe ich nicht warten können, bis es richtig getrocknet ist und bin mit dem Topcoat drüber. Und jetzt sagt mein Freund immer, das sieht aus wie so Horror-Smileys. Weil das sieht aus, als würde die Fresse bluten. So. Naja. Und hier. Da. Aber ich finde das ganz süß so, wenn man das so ein bisschen sieht. Und dann, und dann schmucktechnisch trage ich die Pilgrim-Uhr, die weiße. Und weil ich einfach ohne Uhr nicht leben kann und irgendwie passt die am besten jetzt so zum Outfit. Wobei auch nicht so gut, finde ich. Und dann trage ich sehr viele Ketten als Kombination. Das ist meine Liebeskombination, so nenne ich sie. Und zwar ist es einmal hier das Tiffany-Kettchen, was mir mein Freund geschenkt hat zum 7. Jahrestag. Auch schon ein bisschen her. Und dann das Freundschaftskettchen sozusagen mit meiner Freundin Jenny. Das haben wir aus dem Koss in Berlin gekauft. Und die Kette ist von meinem Freund. Also das ist seine Kette eigentlich, aber ich mag die sehr gerne. Das ist so eine Panzerkette in Silber. Und dann trage ich hier so ein Amulett, wo hier Bilder drin sind. Aber das zeige ich euch jetzt nicht. Das ist einmal halt mein Freund und ich zusammen und mein verstorbener Kater Amber. Ja, sind dann immer bei mir. Ja, und jetzt geht's zum Outfit. So, und zwar trage ich so ein Top, so ein schlichtes Top von H&M, das hier so ein bisschen wie so meliert ist in einem Limettengrün. Und das habe ich so reingestopft in so einen
Maxi-Rock. Der ist auch von H&M, aber schon alt. Den gibt es nicht mehr, aber gut, so Maxi-Röcke findet man immer. Der ist von Log gewesen. Und dann trage ich hier von Gina Tricot dieses, dieses Jeanshemd. Das geht eigentlich so lang, habe das aber hier so gebunden, damit ich so ein bisschen Taille habe. Ich finde, das sieht ganz gut aus so zusammen. Und dann trage ich als Schuhe die schwarzen Chucks. Und als Tasche trage ich diese hier dazu. Das ist so eine schwarze Tasche mit so silbernen Nieten. Die ist uralt und ich habe letztens beim Umräumen sie einfach wieder entdeckt. Die ist, ich weiß nicht, also wirklich schon sehr alt. Die habe ich als Teenie getragen und schon Ewigkeiten nicht mehr. Und ich habe mich so gefreut darüber. Die ist in so guter Verfassung noch. Die sieht super aus wie neu. Und ich liebe diese Tasche. Einfach, die ist angenehm, die sieht cool aus. Und ja, zwar ein bisschen klein, aber geht schon. Ja, das ist das komplette Outfit. Man sieht die Schuhe wahrscheinlich nicht. So, sieht man jetzt. Das war's schon. Dann hoffe ich... Ach, jetzt ist kein Licht da, aber egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir also in die Kommentare, ob ihr das Face noch sehen wollt oder Kack aufs Face. Wir wollen nur die Klamotten sehen oder so. Dann sagt mir das auch und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.